10. Juni, Kirchenball. Hier wird gefeiert. Mit unseren Kindern haben wir früher gern ein Lied gesungen, das begann so. Heute ist auf dem Schloss ein großer Ball. Ich müsste dieses Lied heute eigentlich umschreiben. Heute ist in der Kirche ein großer Ball. Ja, richtig gehört. Heute wird in der Laurentiuskirche in Halle getanzt. Geht das? Darf man das? Ich finde, auf jeden Fall. Eine Kirche ist ein Ort des Lebens, ein Ort, in dem man feiert, trauert, gedenkt und eben auch tanzt. Es soll sich zeigen, dass Kirche ein offener Ort ist für alle. Das Lied geht weiter. Eingeladen sind die Mädchen all. Ich möchte gerne die Einladung ausweiten. Eingeladen sind alle, weil das Leben alle braucht, weil alle willkommen sind. Ich bin dankbar, dass viele Menschen sich engagieren, damit das Leben ein Fest ist, trotz der Schwere, die die Arbeit in vielen diakonischen Arbeitsfeldern manchmal mit sich bringt. Auch wir wissen, wie man feiert. Besonders der Impulstag, die Adventsfeiern und die Hoffeste in unserer Dienststelle machen mir das Herz leicht und das Gemüt immer wieder froh. Und deshalb, jede und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat.